Krebserkrankungen im urologischen Bereich ist nicht auf alte Menschen begrenzt. Der Hodenkrebs ist eine typische Erkrankung des jungen Mannes. Das fängt ungefähr mit 17 an und die Hauptzeit ist so zwischen 20 bis 30. Ich empfehle allen jungen Männern, dass sie sich selber untersuchen. Das kann man zum Beispiel in der Dusche ganz gut machen und auf alles achten, was da am Hoden verhärtet ist oder schmerzlos vergrößert.